Ich mit dieser Maschine 7141 Kilometer schon gefahren. Mein Name ist Fredi Hobi und arbeite seit 25 Jahren bei der SBB als Rangierspezialist. Ich mag es sehr, wenn ich habe frei auch manchmal, ich komme im Hauptbahnhof. Am Anfang war nichts. Nur ich, der Engel. Heute hänge ich 20 Meter über den Menschen und immer noch sieht mich niemand. Sie haben mich hier in der großen Halle aufgehängt und nannten mich L'Ange Protecteur. Zürich hat zwar bereits 1847 einen Bahnhof gehabt. Das war eigentlich allen klar gewesen. Es hat einen größeren Bahnhof gebraucht, weil eben Zürich ist ein Verkehrsknotenpunkt geworden. Es hat einen Hauptbahnhof gebraucht. Und das hat Alfred Escher in Zusammenhang gebracht mit der ganzen Stadtentwicklung. Also einmalige Situation, städtebaulich der Eingriff, der heute, und das ist ja gut, heute noch funktioniert. Hier haben wir die Chance, um grosse Sachen zu machen, um grosse Maßstäbe anzeigen, um auch etwas zu machen, das ausstrahlt. Die Eisenbahndenkmalpflege bewegt sich natürlich im Spannungsfeld zwischen den Modernisierungsbedürfnissen unserer Gesellschaft und dem Auftrag, möglichst viel vom ererbten Kulturgut zu halten. Ja, wie sind wir auf Niki de Saint-Phalle gekommen? Die Länge der Halle hat eigentlich etwas gebraucht, für die Halle in der ganzen Grösse auch erfassbar zu machen. Der Bahnhof, der eigentlich ein Abbruchobjekt war, plötzlich auch wieder mehr geschätzt worden. Man hat ihn unter Schutz gestellt und man hat können anfangen, im Bahnhof wieder alte Räume zu entdecken, zu restaurieren. Und dann hat man in 3 Wochen zusammen mit dem Herrn Vogt eine Vorlage geschrieben. Das ist Ausbau vom Bahnhof Zürich. Und da geht das Volk an und stimmt ja. Und alle sind verschrocken. Man hat gar keinen Plan gehabt. Man hat nur den Strich gehabt durch die Landschaft. Und man wusste, wo, aber nicht wie rauf, wie runter und raus. Während im früheren ein Bahnhof so eine Art Kathedrale von der Eisenbahn war, wo man betreten hat, hat man ein Billett gekauft und ist rein und abgefahren, im Ausland sogar noch kontrolliert auf dem Perron, sind eigentlich ja die Bahnhöfe heute eine Art wie Teil der Stadt geworden. Mit den neuen Linien, die entstehen, gibt es natürlich jetzt städtebaulich eine neue Ausgangslage. Das muss schnell gehen, das muss effizient gehen und vor allem grosse Mengen müssen da durch. Bahnhöfe sind der sterbende Dinosaurier gewesen. Und wir müssen Dinosaurier erwecken.